Wir alle lieben Gothic. Denn auch nach heutigen Maßstäben haben die Piranhas damals einfach vieles richtig gemacht und waren ihrer Zeit weit voraus. Zur Historie von Piranha Bytes gehört jedoch leider auch das Thema Zeitdruck, wie wir alle wissen, sowie das Thema Zeitmangel. Beachtet man diesen Umstand, ist es daher nicht verwunderlich, dass selbst im detailverliebten ersten Teil der Gothic-Reihe Dinge nicht fertig wurden oder schlicht und einfach Logikfehler zustande kamen. Heute soll es sich genau um eine solche Logiklücke drehen und damit hallo meine lieben Gothic-Kumpanen und willkommen zur vierten Folge von Gothic macht A. In den letzten Folgen ging es primär um Tipps und Tricks, die euch das Leben in der Minenkolonie erleichtern sollen, daher war es, wie ich finde, mal Zeit für einen Themenwechsel. Wie bereits zu Anfang gesagt, geht es heute um eine Logiklücke in Gothic 1. Damit das Video für euch aber nicht zu kurz wird, möchte ich ein wenig tiefer in die Lore abtauchen. Dafür möchte ich mit euch gemeinsam eine kurze Reise in die Geschichte von Gothic 1 unternehmen. Während den Geschehnissen von Gothic 1 dauert im Lande Myrtana nach wie vor der Krieg mit den Orks an, ein Krieg, in welchem es um die Truppen des Königs mittlerweile gar nicht mehr gut bestellt ist. Wir wissen alle, dass der König in diesen Zeiten mehr denn je auf Lieferung von magischem Erz angewiesen ist, um seine Streitkräfte mit den daraus gefertigten Waffen auszustatten. Tja, aber das Problem ist, dass magisches Erz eben extrem selten ist. In Myrtana gibt es nur wenige Minen des begehrten Rohstoffs. Zu wenig, um König Robas Armee umfassend ausrüsten zu können. König Roba ist also auf anderweitige Erzlieferung angewiesen. Auf der Insel Kurinis, welche im Übrigen über die besten und reichhaltigsten Erzminen verfügt, wird daher der Erzabbau industriell angekurbelt, um so für genügend Nachschub zu sorgen. Den Rest der Geschichte kennen wir ja. Die von 12 Magiern errichtete magische Barriere soll einen bestimmten Teil des Minental so abschotten, dass es für die dort inhaftierten Gefangenen keinerlei Fluchtmöglichkeit gibt und die Erzlieferung demnach gesichert sind. Gut, das mit der Größe der Barriere ging ein wenig nach hinten los und nicht nur das, am Ende war die Minenkolonie, wie wir wissen, auch nicht mehr in der Hand des Königs, sondern in der der Insassen. Aber was ist an dem magischen Erz eigentlich so besonders? Nun, anders als herkömmliches Erz wie Eisen oder Kupfer, zeichnet sich magisches Erz unter anderem durch eine unglaubliche Härte aus und ist zudem mit magischer Energie aufgeladen, daher der Name. Diese Eigenschaften machen es zum idealen und zu Recht begehrten Rohstoff für die Herstellung von Waffen. Auch wenn die magische Wirkung des Erzes durch herkömmliches Schmelzen verloren geht, das erfährt man übrigens durch Ian, sind Waffen, gefertigt aus diesem Erz, extrem widerstandsfähig und richten mehr Schaden an als gewöhnliche Waffen. Übrigens noch eine coole Info, nur in Nordmar kennt man ein Verfahren, bei welchem die magische Energie nach dem Einschmelzen erhalten werden kann. So, aber nun genug zur Lore, jetzt geht es an die eigentliche Logiklücke, deswegen Grubenlampe auf und ab in die alte Mine. In der alten Mine dreht sich alles, klar, um den Erzabbau. Die von den Buddlern abgetragenen Brocken werden zunächst zu großen Haufen aufgeschüttet, um anschließend weiter bearbeitet zu werden. Dabei werden mit Hilfe von Stampfern oder Mahlsteinen, wie hier zu sehen, aus den groben Erzsplittern feine Erzbrocken hergestellt, welche anschließend in Hochöfen eingeschmolzen werden, um an das wertvolle Metall des Erzes zu gelangen. Übrigens auch ein sehr cooles Detail, da hat Piranha Bytes wieder wunderbar aufgepasst und einfach weiter gedacht und vor allem überhaupt auch daran gedacht, dass man auch an diesen verschiedenen Haufen erkennen kann, was da gerade für ein Bearbeitungsstatus ist. Man erkennt nämlich gut diese groben Erzsplitter noch hier bei diesem großen Haufen und die kleinen Haufen hier, das sind ja schon diese feineren Erzbrocken, die dann eingeschmolzen werden. Das Endprodukt wird übrigens, wie hier zu sehen, dann in Kisten transportfähig gemacht. Und jetzt sind wir auch schon mitten im Thema, also Vorhang auf für die angesprochene Logiklücke. Schauen wir uns mal den Aufbau der Mine genauer an, dafür gehen wir jetzt von der untersten Ebene mal ganz nach oben. Ziemlich steil hier. Okay, und hier müssen wir eine Leiter rauf. Zählt die Anzahl der Leitern übrigens gerne mal mit. Wow, auf Arbeitssicherheit wurde offenbar wenig Wert gelegt. Mit Rüstungen auf den Stegen würde es sich hier deutlich entspannter langlaufen lassen. Würde mich nicht wundern, wenn hier auch öfter mal ein Butler nach unten fällt. Hier geht's nochmal mit einer Leiter nach oben. Ah, und hier nochmal. Puh, geschafft, wir sind oben. Wie viele Leiteraufgänge habt ihr gezählt?
Wenn es drei sind, liegt ihr Gold richtig. Um die Erzkisten vom Hochofen bis ans Tageslicht zu befördern, gilt es also nicht nur generell recht steiles und unwegsames Gelände zu überwinden, nein, es müssen in jedem Fall auch mindestens drei Leitern benutzt werden. Erklär mir jetzt bitte mal jemand, wie man auch nur eine dieser sauschweren Erzkisten da hochbekommen soll. Es ist also mehr als offensichtlich, dass hier ein Fördersystem, zum Beispiel in Form von Kränen, fehlt. Dieses Problem findet sich übrigens in allen Minen der Minenkolonie wieder. Als ich so drüber nachgedacht habe, wie man das Erz auch ohne größere Hilfsmittel transportieren könnte, fiel mir noch diese Idee ein. Butler könnten das Erz in Säcken nach oben tragen. Sieht doch eigentlich ganz cool aus. Vielleicht könnte man da sogar noch die Orks irgendwie mit einspannen, weil ich meine, stark genug sind die auf jeden Fall. Aber naja, sowas in der Art könnte man wahrscheinlich noch notdürftig arrangieren, damit man das Erz irgendwie nach oben transportiert bekommt und das halbwegs logisch erklärt ist. Nun möchte ich aber auch mal ein paar Worte darüber verlieren, warum es beispielsweise kein Förderkran in die Mine geschafft hat. Schaut man sich alte Konzeptzeichnungen wie diese hier an, ich glaube, die ist auch von Mike, ist zu erkennen, dass Piranha Bytes sehr wohl an ein solches Transportsystem gedacht hat. Wenn die Piranhas an sowas übrigens nicht gedacht hätten, hätte mich das ehrlich gesagt auch sehr gewundert. Okay, also, Fördertürme waren an sich angedacht, dennoch haben sie es ja aus irgendeinem Grund nicht ins Spiel geschafft. Meine Vermutungen sind diesbezüglich zum einen, es war für dieses reine Immersionsthema schlichtweg keine Zeit, wie so oft. Denn letztlich bleibt es nur ein Objekt in der Spielwelt, welches für den Spieler zum einen schon mal gar keinen Nutzen hat und nur der Optik bzw. Logik wegen da ist. Man sollte auch nicht unterschätzen, wie viel Arbeit schon so ein lumpiger Kran machen kann. Ich meine, überlegt mal. Wenn einem Immersion wichtig ist, dann hängt da sehr, sehr viel dran. Es ist nicht einfach damit getan, den Kran in der Welt zu platzieren. Der müsste eigentlich noch animiert werden. Tagesabläufe für NPCs müssten mit dem Kran verknüpft sein. Generell müssen überhaupt NPCs da irgendwie mit verknüpft werden, weil der Kran bedient sich ja nicht von alleine. Und dann muss man ja auch sehen, dass da ja die Erzkissen gefördert werden. Also der Spieler muss ja diesen Prozess auch sehen können, weil sonst hat es ja wenig Sinn und sonst wäre es ja wieder nicht immersiv schön gemacht. All das wäre richtig viel Arbeit für, in Anführungszeichen, relativ wenig Nutzen. Das sollte man auf jeden Fall auch bedenken. Zweitens, ein Förderkran passt nicht in das Minenlayout. Hier könnt ihr das sehr gut sehen, dass etliche dieser Verbindungsstege, die keine Brüstung haben, wie eben erwähnt, für einen direkten Weg vom untersten zum obersten Schacht im Wege wären. Demnach hätten die Stege also entweder völlig anders platziert werden müssen oder sogar das gesamte Minenlayout geändert werden müssen. In der freien Mine ist das übrigens noch krasser, da das Minenlayout da auch viel mehr in die Breite geht als in die Tiefe. Ihr merkt hoffentlich, worauf ich hinaus will. Es ist also gar nicht so einfach, einen Förderkran immersiv verpackt in diese Mine hier zu setzen. Aber jetzt nochmal ein positiver Abschluss. Letztlich bleibt es eine reine Immersionslogik-Lücke und beeinflusst weder das Gameplay noch die Story. Von daher ist das in meinen Augen auch gar nicht so tragisch. Man darf auch nicht erwarten, dass in einem Spiel wirklich einfach an alles gedacht wird. Man will ein Spiel irgendwann auch mal fertig bekommen. Das gilt auch für andere Projekte. Und irgendwann merkt man einfach, ja, man hätte da noch das und das hinzufügen können. Aber irgendwann will man auch echt mal zu einem Abschluss kommen. Und gerade Piranha Bytes war dann in den letzten Monaten sowieso in einem so heftigen Crunch, dass sie dann, glaube ich, nicht noch die Muße hatten, jetzt unbedingt einen Förderkran, wie in dem Beispiel jetzt hier, noch einzubauen. Ich wollte euch aber dennoch mal diese Logiklücke mal gezeigt haben, vor allem, weil mich interessiert, ob ihr euch da auch schon mal Gedanken drüber gemacht habt. Außerdem ist dieser fehlende Kran ein sehr schönes Beispiel dafür, wie viel immersiver und lebendiger die Welt dann eben doch hätte werden können, wenn für solche Details einfach mehr Zeit zur Verfügung gestanden hätte. Befasst man sich näher mit der Konzeptionierung von Gothic 1, wird sowieso schnell klar, wie viele geile Ideen, also meiner Meinung nach geile Ideen, es leider aus verschiedensten Gründen nicht ins Spiel geschafft haben. Und dennoch, und das muss man auch mal ganz klar sagen, dennoch ist Gothic fantastisch. Das soll schon was heißen. Das war es nun auch erstmal wieder mit dieser Ausgabe von Gothic macht A. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch wieder in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch jetzt alles Gute und pass auf deinen Rücken auf!